Hallo und herzlich willkommen zu die neue Food Battle mit Felix und Melissa. Melissa hat heute hohe Schuhe an und eine blonde Felix-Perücke auf. Toll! Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Es ist wieder Food Battle Zeit. Wir machen ein Burrito Battle. Melissa war ja eigentlich dran, ist leider kurzfristig krank geworden, aber ich werde sie in aller Ehre verteidigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch fair ist, aber ich lasse mich darauf ein. Wie ihr schon gehört habt, es geht heute um Burritos. Wer noch nicht bei einem Food Battle dabei war, erkläre ich kurz mal die Regeln. Wir haben hier Aufgaben und Fragen drin. Wenn wir eine Aufgabe oder Frage lösen, kriegen wir einen Punkt und eine Zutat. Schaffen wir es nicht, kriegt der jeweils andere eine Zutat, aber keinen Punkt. Dann gibt es hier noch Schätzfragen drin. Da dürfen wir dem anderen eine Zutat klauen. Ihr werdet sehen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir beide waren vorher schon fleißig. Ich habe, wie Melissa es getan hätte, eine schöne Hacksoße gekocht und Felix eine vegetarische. Die kommt nachher auch in den Burrito. Los geht's. So, Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, dann wähl eine aus. Diese. Aus was stellt die Maya Kaugummi her? A. Aus den Blättern von Bäumen. B. Aus Milchsaft von Bäumen. C. Aus den Waben von Wildbienen. Ich sage B, so wie Kautschuk, Milchsaft von Bäumen. Aus den Blättern von Bäumen ist die richtige Antwort. Aus den Blättern von Bäumen ist die richtige Antwort. Sorry, Melissa. Naja, das heißt, für mich gibt es eine Zutat, aber keinen Punkt. Hey, Spinat. Das hätte Melissa sowieso nicht geschmeckt. Okay. Okay, hier. Oh. Oh nein. Das ist eine harte Challenge. Ja. Challenge. Wasser trinken. Du gewinnst. Wer schafft es schneller, einen halben Liter Wasser zu trinken? Geil, das ist meine Challenge, Freunde. Boah, ich bin so schlecht im Trinken. Na dann Prost, auf die Plätze, fertig, los. Fertig. Hä? Wo ist es hin? In diesem Bauch. Herzlichen Glückwunsch, wohlverdient, wirklich. Stay hydrated, Leute. Punkt für mich und eine weitere Zutat. Wirklich wohlverdient, aber ich muss sagen, das ist schon mehr, als ich sonst tagsüber trinke. Deswegen geht's. Ich glaube, ich wähle die Zitrone. Ah! Du bist Melissa, das macht ihr nichts. Hätte ich dir den Bacon mitgenommen, dann wäre es schlimm gewesen. Oh. Oh. Teni macht, würde das ausmachen, aber Melissa doch nicht. Macht ja nichts. Dabei habe ich mir extra ein krasses Sporttrikot angezogen, damit der Ehrgeiz noch geschürt wird, aber ich blamiere mich gerade voll. Naja, noch ist ja nicht allerdings Abend oder so. Du kriegst aber auch immer die Fragen, ne? Mit was traten Bräute im alten Griechenland vor den Traualtar? War es A, mit einem Knoblauchstrauß als Brautstrauß, B, mit einer goldenen Haarspange als Zeichen der Reinheit oder C, mit Schuhen aus blauem Leder als Glücksbringer? Da es sich um einen Food Battle handelt, sage ich A, Knoblauch. Das hätte ich auch so geschlussfolgert und es ist auch völlig korrekt. Melissa, the bacon is for you! Auch wenn ich eine Zutat bisher mehr habe, der Punktestand ist gleich 1:1, also es bleibt spannend. Aber der Geschmack wird ja später auch bewertet. So, hier, nimm das. Oh, das ist eine interessante Frage. Wir werden uns wahrscheinlich streiten. Nenne vier verschiedene mexikanische Gerichte. Mole? Warte mal. So, ich würde sagen, ich zähle noch bis 10. Warte, warte, gib mir 2 Sekunden. Ich esse nie Mexikaner. 5, 4, 3, 2, 1. Mäh. Tacos sind dir nicht eingefallen. Was geht bei dir? Das ist doch auch Tex-Mex. No, Tacos ist richtig. Ach so, die kleinen Mexikaner. Ja, Tacos, aber wenn nur 2. Di, ja, ist okay. Di. Ja, hättest du 4? Enchiladas, Ceviche. Ja, ja, passt schon. Ich esse nie Mexikanisch. Nie. Nie. So schön, da fahrt alle hin. Okay. Du darfst dir eine Zutat aussuchen. Kein Punkt für beide. Melissa hätte Cheddar gewählt. Wieder eine Frage. Die Konservendosen wurden 1804 erfunden. Wann wurde der passende Dosenöffner erfunden? A. 2 Jahre später, 10 Jahre später oder 54 Jahre später? Ich würde sagen 54 Jahre später. Ja! Juhu. Melissa, bald wirst du wieder gesund. 2:1. Wähle deine Zutat. Melissa mag Avocado.
So, jetzt will ich aber auch einen Punkt haben und noch eine Zutat. Challenge. Papier falten. Wer schafft es zuerst, ein Blatt Papier 7-mal zu falten? Los geht's. Okay, ich habe aber kurz überlegt, also wir falten es auch wirklich und nicht nur Knick reinmachen. Ich weiß es nicht, habe ich auch überlegt. Ich habe gerade eben überlegt, klack, 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 7-mal gefaltet. Nee, wir machen schon richtiges Falten, wie beim Flieger. Okay. Okay, 1, 2, 3, los. 1, 2, 3. Geht's jetzt erst, ja, oder was war nochmal die Frage? Ja. Achso. 6, das wird nicht möglich sein. Das 7-mal wird nicht klappen. Also hier ist jetzt ein Klick bei der 7. Du hast gewonnen. Es ist sehr unordentlich. Also du hast trotzdem gewonnen. Yeah! Okay, Melissa, nächste Runde sind wir wieder am Start. Das heißt, es ist Gleichstand, 2-2. Und ich hätte gerne die saure Sahne. Okay. Die hätte ich auch genommen. Mist. Challenge: Paprikafarben am Geschmack erkennen. Das ist lustig. So, ich bin mal gespannt, ob du das schaffst. Ich reiche dir das Ganze an. Und ich fange an mit dieser Habanero. Auf A. Nein, ich möchte erst mal riechen. Nein. Doch. Am Geschmack erkennen, nicht am Geruch. Mund auf. Die nächste. Die nächste, Mund auf. Rot, gelb, grün. Ich sagte doch, das kriegt sie ganz easy hin, absolut korrekt. Punkt 3-2 und Augenlicht. So, 3-2 für dich und eine Zutat darfst du auch noch erwählen. Schätz mal, ich nehme Reis. Melissa, Challenge. Versuch, den Geldschein unter einer umgedrehten leeren Flasche herauszuziehen, ohne die Flasche zu berühren und ohne, dass die Flasche umfällt. Ja. Ich darf die Flasche nicht berühren, muss die unten drunter herausziehen, ohne die Flasche zu berühren. Mal, vielleicht geht das irgendwie so. Dass ich den Geldschein in die Rolle und damit dann die Flasche unterschiebe. Gut. Felix ist relativ intelligent von dir tatsächlich. Ja, jetzt kommt der kritische Moment. Wuhu! Verdient, verdient, verdient! Die 10 Euro behalte ich auch. Gleichstand und ich darf mir eine Zutat aussuchen. Schwarze Bohnen. Wie viele Säugetiere gibt es, die scharfes Essen mögen? A, 1, B, 3, C, Punkt. 3. 1, nämlich wir. Nur wir? Nur wir. Aber ich zähle eigentlich für 2. Ich hab's so gern. Dann darfst du dir noch eins aussuchen. Ja, aber Punkte bleiben immer noch gleich. Also es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Du musst jetzt die Chili nehmen. Ich habe gar nicht gesehen, dass da eine Chili ist. Do it. Das finde ich sehr nett von dir. Schätzfrage. Das geht jetzt an uns beide. Wo liegt der Rekord im Knoblauch-10-Wettessen in einer Minute? Okay, bei 3 sagen wir eine Zahl. Warte. Ja, ich muss doch kurz mal einmal kurz rattern. Ja, okay. 3, 2, 1. 127. Lustig, dass du 127 gesagt hast. Ich habe kurz überlegt, ob ich 128 nehme und habe mich dann spontan zu 90 entschieden. 90, 127. Rudi! Ja, und es sind 34 Knoblauchzehen. Oh. Da haben wir viel zu hoch gepokert. Aber das heißt, ich bin näher dran. Okay. Und das heißt auch, ich krieg einen Punkt. Und ich darf dir eine Zutat klauen. Also Melissa hat sich diese Sachen ausgesucht und sie ist sehr traurig, wenn du was klaust. Ja, ja. Melissa ist sehr, sehr traurig. Gib mir die Avocado. Mist! Naja, sei froh, dass ich dir den Bacon nicht geklaut habe, sonst wäre Melissas Herz so in ihrem Krankenbett so, ah, ich spüre eine Erschütterung der Macht. Letzte Frage. Okay. Was ist Alliumphobia? Ist es A, die Angst, ohne Handy existieren zu müssen, B, die Angst vor Aluminium oder C, die Angst vor Knoblauch? C, die Angst vor Knoblauch.
Ja, natürlich ist es die Angst vor Knoblauch. Also Freunde, die sich hier diese Fragen ausdenken. Wir sind hier eine Kochshow und da ist ein Ding mit Essen drauf. Was wird das wohl sein? Alle Folie ist auch kochen. Ich nehme Koriander. Und jetzt können wir endlich kochen. Es geht noch an die Mystery Box. Die Mystery Boxen funktionieren wie folgt. Dort unten drunter befindet sich eine Zutat. Wir können eine wählen, wenn wir wollen. Müssen aber nicht. Wenn, dann gibt es auf jeden Fall einen Punkt. Dafür müssen wir sie auch wirklich verwenden. Und das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Ich nehme eine. Ich nehme auch eine. Na dann los. Na. 3, 2, 1. Yeah! Yeah! Haha! Haha! Schattenmorellen, also quasi Kirschen, ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Könnte auf jeden Fall funktionieren. War nicht so langweilig. Ist nicht ganz so schlimm wie meine Erdbeermarmelade das letzte Mal. Guck mal, was hier drunter gewesen wäre. Pflaumen? Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte ich auch genommen. Ich finde es alles gut. Jetzt kann nur noch der Geschmackstest, die Geschmacksnote entscheiden. Auf zum Kochen! Ich hole mal eine Pfanne für mein Bacon. Alles andere ist bei mir schon fertig. Und bei dir? Oh. Ja, ich muss nur noch ein paar Sachen miteinander verrühren. Ich öffne schon mal meine saure Sahne und hole eine Schüssel. Nee, pass auf, ich schichte das um. Aber diese Pfanne ist viel größer. Ich hab Hunger. Du versperrst mir den Weg. Das tust du. So, dann sitze ich hier an meiner einsamen Ecke. Ich brauche gar nicht viel mehr. So, der Käse wird jetzt geraspelt. Raspelt. Melissa, bisher habe ich noch keine Glanzleistung gezeigt. Aber ich werde jetzt einfach ganz viel Käse auf die Wraps machen, damit werde ich alles rausholen, okay? Also naja, bisher ist Gleichstand, also ist noch alles drinne. So, ich habe hier meine saure Sahne drinne. Ich brauche meine Raspel. Die Zitrone. Ja, siehst meine. So, und mach mir hier ein bisschen Schale rein. Du brauchst doch gar nicht zu weinen, du bist doch Melissa, der war das egal. Feli, du bist eine schlechte Schauspielerin. Mh, das riecht aber so gut. Mh, Zitrone. So, ich drehe mal den Wrap um. Und jetzt, Achtung, Lieblingsmoment. Ach nee, ist auch Feli, ne? Ist mir total egal. Ich mache hier ein bisschen Saft noch von der Zitrone rein. Und Pfeffersalz muss noch rein. Einmal Mr. Bacon. Dann gebe ich jetzt schon mal die Hacksoße auf dem Burrito Mito. Das Rezept für die Soße gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, ich will ja nichts sagen, aber wenn dein Burrito später ledig ist, weil du zu schnell bist, kann ich nichts dafür, ne? Aber jetzt nicht extra langsam sein, ne? Nee, würde ich niemals tun. Ja, ja. Nee, ich bin ein fairer Spieler. Ich wärme dir deinen auch schon mal vor, ja? Ich helfe dir. Ja? Gut. So, Chili ist jetzt auch schon mal klein geschnitten. Ich habe halt auch einfach viel zu viele Zutaten. Was soll ich da machen, Feli? Zur Hölle fahren. Wow! Sowas hätte Melissa auch gesagt. Das stimmt wohl. Endlich darf ich auch mal gemein sein. Ich gebe jetzt noch mal den Reis hier drauf. Mach mal. Ich sei mal meine Bohnen ab. Felix, dein Rap! Ja, ich bin noch beschäftigt. Ich lege ihn dir schon mal hier drauf. Legen wir doch da schon mal drauf. So. Gibst du mir eine Gabel mal raus? Bitteschön. Danke. Manchmal so ein paar klein, damit ich wie so eine Paste kriege, aber eine grobe mit Stückchen. Soll ich dir was mit deiner Avocado machen? Du kannst sie schon mal aufschneiden, wenn du willst. Ja. Eine Hälfte will ich manchen und die andere Hälfte will ich in Scheiben. Pop. Danke. Warte, ich komme hier drüben mal schnell mit ein bisschen Zitrone. Ich hoffe, Rudi sieht, dass ich dir helfe. Das soll dir helfen, oder was? Ich mache meinen eigenen kurz fertig. Und zwar lege ich jetzt mal den Bacon hier drauf. Nicht zu wenig, sondern viel. Melissa würde auch viel machen. Ich mache meine Guacamole mal fertig und salz da mal. Felix, wie viel? 2 schöne große Esslöffel. Na klar. Wenn schon, denn schon. So wie ich immer. Ich habe mir richtig die Erdbeermarmelade das letzte Mal reingegönnt. Ich finde das ganz geil mit den Kirschen tatsächlich. Ein bisschen Chili hier schon mal rein, dann ist das auch fertig. Bei mir fehlt ja offensichtlich noch was Grünes, weil Feli sagt ja immer, wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt. Du bist aber Melissa, die sagt das nicht. Ja, aber sie erzählt gerade, wie Feli es immer sagt. Ach so, ich präpariere jetzt hier auch schon mal.
Warte, ich falte schnell. So, dann Avocado. So, dann komme ich mit meinem Blättchen hier. Das Rezept hierfür findet ihr auch wie immer unten in der Videobeschreibung. So, dann Spinat. Ich habe einfach viel zu viele Zutaten. Mann, wie konnte mir das nur passieren? Das ist irgendwie gemein, weil du hast nur so viele Zutaten, weil ich gescheitert bin und nicht, weil du es dir ernsthaft verdient hast. Ja, aber ich habe mir auch viel ernsthaft verdient. Soll ich dir die Avocado drauflegen? Ja, bitte. Erst komme ich da mit dieser Sour Cream-artigen Mischung noch drauf. Und zu guter Letzt noch aus der Mystery Box Feta. Tja, Felix, du wirst sie nicht zukriegen. Zu viele Zutaten. Ja, who cares? Hauptsache es schmeckt. Mm-mm. Ich weiß nicht, wie der Rudi das mit seinem Bart machen soll. Das spielt bestimmt auch eine Rolle. Der Rudi, der ärgert mich doch eh doch immer nur und sagt, ja, der Felix, der hat sich Mühe gegeben dabei, aber wird dann doch immer wieder. Felix weiß doch gar nicht, man Rap faltet. Deko-Zitrone. Es geht an den Geschmackstest und das kann nur einer entscheiden. Rudi! Du, da seid ihr ja schon mal fertig mit den Burritos. Mhm. So, dann wollen wir mal gleich anfangen. Warte, soll ich dir die Barthaare hochhalten? Moment. Das ist aber ganz nett. Gibt einen so Bonuspunkt für Felix, dass er meine schöne Bart hochhält. Soll ich dir deinen Bauch streicheln? Na, kannst du gerne machen. Krieg ich denn auch einen Bonuspunkt? Das ist auch nicht schlecht. Dann kriegt ihr beide einen Bonuspunkt von mich. Und ich schneide mir zunächst von Felix vegetarischen Burrito. Wow. Schmeckt schon mal sehr frisch und gar nicht so schwer für eine Burrito. So, kommen wir nun zu Melissas Burrito. Vergiss die Schattenmorellen nicht, die sind das Highlight. Die muss ich auf jeden Fall mitprobieren. Und den Käse und den Bacon. Und Käse, Bacon, Hackfleischsoße. Soll ich nochmal halten? Kannst du noch meinen Bart einmal halten? Ja, Moment, so. Oh, sehr gut. Es geht langsam einfach nur noch über in Bestechung so. Ja, ich muss mal sagen, das war sehr lecker, auch mit die Schattenmorelle. Gar nicht super süß. Ergänzt das Hack und die Käse und die Bacon ziemlich gut. Bacon und süß geht ja auch immer ganz gut. Felix Wrap hingegen ist irgendwie schön leicht mit die Avocado, auch schön würzig. Und man hat nicht das Gefühl, dass man so ganz was Schweres isst. Aber du bist doch Holländer, du magst doch schwere Sachen wie Käse und Pommes. Ja, aber dann auf den Pommes. Danach will man ja was Leichtes für den Bauch. Da hast du mal auch leider wieder recht. Und dazu, Melissa, hast du heute das überzeugendste Felix-Kostüm getragen, was ich je gesehen habe. So realistisch. Ich dachte wirklich mal, Felix steht hier und kocht. Ich stehe auch hier. So, nun mal verteile ich 3 Geschmackspunkte an Melissa und 2 Geschmackspunkte an Felix. Melissa! Melissa wins! Melissa, jetzt kannst du wieder gesund werden. Komm zurück. Ich geh mal den Bacon richten. Das liegt nur daran, da waren viel zu wenig Schattenmorellen. Ja, komm, bei mit, mir. Komm mit, komm mit! Erdbeermarmelade bis zum geht nicht mehr. Schattenmorellen, eine. Komm mit! Gehen wir nun zu die Board. Das nächste Mal muss Felix auch wieder gewinnen. Das heißt, Melissa und ich liegen jetzt gleich auf das nächste Battle. Felix gegen Melissa. Naja, gut. Und wenn euch dieses Battle gefallen hat, dann lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben und einem Abo. Das wird uns sehr freuen. Im nächsten Video ist Melissa Gott sei Dank wieder da und es gibt Badewannenfood. Tschüss. Ciao, ciao. Wow.